Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls Season 3. Ja, wir haben das letzte Mal angefangen, die Kopfgeldaufträge zu machen und gehen jetzt weiter. Nächstes Gebiet, nächste Kopfgeld mit unserem Wirbler und mit den vier Sprengteufel da. Gefallene. Okay, ein Boss töten. Also das, Kopfgeldzeugs ist recht erholt mit der Schnelligkeit. Und jetzt haben wir unversöhnlich. Oh, so gut. Also, dann machen wir das weg, haben wir gesagt. So. Und wo ist denn das Kopfgeld? Wo hat sich der Snobnock verirrt? Ich habe immer volle Energie momentan, also gut. Das ist doch mal nice. Okay, jetzt geht es runter, weil die Uran wieder wechselt. Schade. Oh, ist der zäh. Wir brauchen eine bessere Nahkampfwaffe. Jetzt geht's nach oben. Wow. Bis man Level 55 ist, ist es echt mühsam. Aber hier unten ist ja der Doktor. Snapnock. Hallo Doktor Snapnock. Was bist du? So einer? Okay. Ganz schlimm, hä? Ganz schlimmer Doktor. Der ist noch infiziert. So. Haben wir? Ja. Koan. Okay. Ja, die Season 3. Vor zwei Tagen ist es gestartet. Voll im Gange. Viele Spiele sind schon extrem weit oben. Was ich niemals mit meiner Zeit und meiner Geduld machen könnte. bei einem Livestream, ja. Ich kann ja jetzt ab dann bald Livestreamen recht gut. Und vielleicht mache ich es dann mal ein bisschen. Aber eben nur wenn ihr wollt. Dann wäre es richtig cool. Mal so richtig schnell zu sein. Aber dann müsste ich irgendwas anderes nehmen. Weil Papa ist recht schwach am Anfang. Also im Zickzack wirbeln, das ist effektiv. Da geht man trotzdem geradeaus eigentlich und hört nicht auf zu wirbeln. Ja, ich habe jetzt verglichen, aber es ist. Die Wirbel müssen einfach besser treffen können. Der andere ist wieder ganz weit weg. Schade, dass man da nicht durchwirbeln kann. Aber trotzdem leicht zum Wegmachen.
Items sind einfach zu leicht aufnehmbar. Es ist doch so, dass man einfach drauf, also wenn man draufklickt, es aufnimmt und nicht neben dran klickt und es trotzdem aufnimmt. Heilig. Hä? Habt ihr gesehen? Das geht noch nicht. Ich hab Sondenwirbeln habe ich zugeschlagen. Und trotzdem sind Wirbel rausgekommen. Ja, nicht stunnen, bitte. Ich hab solche Feiglinge. Jo, jo. Dankeschön. Weiter geht's. Ah. Noch 20 Gegner. Soll ich die herkriegen? Ja, so komische Gegner. Die recht zäh sind. Das ist eine weniger gute Ebene. Ja, hier geht's nicht mehr. Der 3 Gegner, okay. Ich brauche mehr Zeit. So, eine Litte. Bisschen herumwirbeln. Sehr gut. Ja, das macht Spaß. Ja. Brauch eine bessere Waffe. Ich muss da ein bisschen mehr Schaden machen. Aufbeult, auch wenn es nicht so viel bringt gegen Bosse. Das muss ich töten, okay. Ja, wo bist du? Draco sucht Haurus, bitte melden. Das sind meine Schmerzen. Aber hier lässt sich gut Gegner. Ja, hier recht viele Gegner sind, die einfach sehr erscheinen und leicht zu besiegen sind. Kurz schauen, keine Waffen. Ich brauche Einhandwaffen. Oh, schön viele Wirbel setzen. Oh Gott. Noch ein Plan. Kommen die Pläne wieder. Letzte Season hatte ich ungefähr 20 Pläne hintereinander gefunden. Kein einziges Unique mehr bekommen. Nur noch Pläne. Die sollten sie ein bisschen, ja, verzögern. Nicht alle rauswerfen. Weil es doch schon recht viele sind, bekommt man wirklich nichts.
Boah. Der ist stärker. Nehme ich. Ja, rauswerfen. Zweihand. Weg, Bogen. Psychisch, da hat er keine Stärke drauf. Sperrdauer, dann ist egal. Jojo. Zeig jetzt den Boss, bitte. Diesen Spruch am besten auf das Spiel setzt. Oh. Nein, ich böse. Eigentlich war für Diablo 3 ja früher ein bisschen besser durch den Schwierigkeitsgrad und so. Aber es ist doch gut, Diablo 3. Man muss nicht immer so negativ denken. Und für zwischendurch, man muss es ja nicht viel spielen oder so. Für zwischendurch ist es einfach richtig gut. So, und endlich! Wie lange muss ich laufen? Okay, jetzt zwei von diesen besonderen Gegner nebeneinander. Der andere hat gar nichts gegeben. So eine Fläche. Ah, oh, schaut mal den Schaden, den ich bekomme durch die vier Treffer. So, jetzt noch du. Ah, schön. 16,50. Gut. Dann noch eins. Immer wenn ich ein neues Gebiet betrete, hat mein CPU ein bisschen Probleme, wahrscheinlich wegen dem neuen Daten-Ding, der ist zwar schneller irgendwie, aber er ist auch umstritten, weil er natürlich anfangs ein bisschen Lags führt. Das ist wie bei Terra Online, das wollte ich Let's Playen, recht viel machen und dann hat es mir angestunken, weil die Texturen einfach nicht geladen werden. Wir brauchen ungefähr 2-3 Sekunden, bis sie geladen sind durch die Unreal Engine 3. Das ist auch ein bisschen blöd. Und da ist auch relativ stark geleckt. Habe ich gesagt, ja. Mache ich lieber ein anderes Online, also ein MMORPG. Aber ich bin noch am Suchen, also. Mal schauen, was ich denn mit dem neuen PC recht gut spielen kann und so. Okay, ich hätte mich konzentrieren müssen, aber jetzt bin ich fertig. Okay. Ja, der Wirbel braucht bessere Schwerter. Ich bin ein bisschen schwach geworden. Bisschen. Ja, ich spiele auf Profi. Wo bist du? Da. Sieht man gar nicht. Ich habe eher ein goldenes Ding gesucht. Aber goldenes Item habe ich auch nicht gefunden.
So, was haben wir? Großantreiber. Hand an Brust, was brauche ich das? Oh. So, jetzt. Rein. Was bekomme ich für Pläne? Gott, oh Gott. Schlimmer. Das heißt, es müssen schmerzen. Kältefähigkeit, ne? Diese Lach von den Ding. Das wäre eigentlich eine gute. Ja. Es ist halt langsam. Bewegungsgeschwindigkeit möchte ich. Hier ist der Schaden nicht viel höher, aber um. Ups. Ich wollte ihn nur verschieben, das geht ja gar nicht mit dem Hammer. Na egal. Eben die Waffe bringt nicht so viel, wir brauchen eine schnellere Waffe. Herstellen kann ich ja nichts. Ich könnte einen Edelstein reinsockeln. Nein, das möchte ich nicht, aber ich mache ein zweites Schwert. Ja, oh schön. Das möchte ich. So, mal schauen. Sockel. Mach ich Vitalität raus. Ach, kommt schon. Ja, jetzt Sockel. Weil dann habt ihr guten Damage Boost. Ja, nehme ich den. Der Beste. So. Und dann machen wir wieder einen Rift. Viel Erfolg. Ja, im Non-Letter bin ich momentan mit dem Demon Hunter recht weit gekommen. Paragon Level 200, weiß ich nicht, 30 und so. Muss ich besser schauen. Okay, jetzt mache ich schon viel mehr Schaden. Geht doch weg mit dem Schild. Was ist denn los im Unbesiegbar? Ja, manche Gegner, Boss, also Ding-Effekte, können sie auch mal ein bisschen ändern. Die sind eher so ins langsame Spiel noch dran. Weil, wenn immer einer unbesiegbar ist, kannst du eigentlich gar nicht rushen. Ein bisschen verkürzen oder ändern, dass man trotzdem besiegen kann, einfach schwer. Noch nicht bereit. Aber so wild ist es jetzt eigentlich nicht so. Es ist nur blöd. Wenn man genau dann den Gegner töten will. Ja, ich merke es irgendwie langsam wieder, dass der Bauer einfach die schwächste Klasse ist. Die anderen haben alles so richtige Skills, wo man Gegner töten kann, vor allem Bosse. Aber hier nicht. Und schon wieder einer der. Hä? Wieso finde ich nur die? Okay, die sind mir eigentlich schon ein Ding. Also vor allem besser als die, die nicht viel geben. Ja, genau, gehen die wieder rein. Wie viel habe ich jetzt? 300. So. Ja, Blutsplitter, Goblins, die
weiß ich nicht. Geht's nach oben? Scheinbar. Ah, verwirrende. Richtig verwirrende Levelsets. Wow, das ging schnell. Wenn manche Wirbel aufeinander sind, dann geht das sehr schnell. Die kommen nach und laufen in die Wirbel rein. Das geht noch nicht. So, nein. Ist es so große Abstände zwischen den Gegnern? Ja, geht recht gut jetzt. Noch ein bisschen schwach. Aber eben, das ist wegen dem Schwierigkeitsgrad. Der zähe Bursche. Gut. Nächste Runde. Oh, bitte nicht die. Weg da. Kann eigentlich fast keine Wut erzeugen mit der Ding. Aber ihr seht schon, es geht viel besser momentan mit der Wuterzeugung. Auf Level 55 werden. Da seht ihr mal, wie schlecht balanciert manches ist. Dass man ohne diese Fähigkeit gar nicht richtig wirbeln kann. Ist schon hart. Nicht explodieren, nice Explosion. Ach, Schilde. Ah, Rüstung. Okay. Das geht nicht. Ja, Ketten sind auch nicht so gut für deinen Wirbler, aber wenn du das eigentlich so macht, dass sie von der Kette nicht getroffen werden. Ist sogar, aber müssen ja zähen. Müssen die zähen Burschen. Von nebenan. Von nebenan. Nicht
verstecken, bitte. Ja, momentan hast du gerade ein bisschen Probleme. Wieso hast du gerade jetzt Probleme? Hä? Perhaps nicht Probleme machen. Ja, danke. Ja. So leckt es, wenn... So, ich hoffe, es geht noch. Ja, jetzt geht's ja wieder. Ach, Fraps, nein, es geht wieder nicht. Dankeschön, Fraps. Okay, dann sehen wir uns dann im dritten Part wieder. Ich hoffe, der ist noch nicht zu wenig lang, aber ja, jetzt kann ich momentan gar nichts machen. So, geht's mir bei Fraps. Ach je. Also, tschüss, Leute. So, nochmals kurz, Fraps macht mir zwischendurch manchmal echt Probleme mit der FPS-Zahlen. Sie gehen plötzlich runter auf 1 oder 2 und ja, kann ich leider nichts machen, aber ja, trotzdem danke schön fürs Zuschauen, schönen Tag noch, tschüss.